So, meine Lieben, wie funktioniert der Pirelli SCX? Wir haben heute exklusiv am Pannoniering für euch getestet. Wollt ihr mehr wissen? Bleibt natürlich dran, abonniert meinen Kanal und jetzt ab ins Intro. So, meine Lieben, wir sind heute hier exklusiv am Pannoniering und haben den Pirelli SCX für euch getestet. Viele meiner Kunden fragen mich, du Roland, wie funktioniert der SCX? Man hört ja ganz viel World Superbike fahrt ausschließlich bei den Rennen mit diesen Reifen. Ich wollte heute dem Ganzen mit meiner Kawasaki ZX-10 dem Ganzen ein bisschen auf den Zahn fühlen und für euch ein bisschen Klarheit schaffen, ob der Reifen für euch gut ist oder eben nicht so gut ist. Fangen wir mal an mit den Grundparametern. Der SCX-Reifen ist im Bunde von Pirelli eigentlich der Rennreifen für die World Superbike. Man muss nur ein bisschen aufpassen mit der Distanz. Ich glaube, bis 10, 15 Runden geht der Reifen, 20 Runden manchmal sehr, sehr gut. Ist ein bisschen wetterabhängig. Ich glaube, wenn es zu kalt wird, könnte der Reifen aufreißen. Für einen Hobbyfahrer könnte es problematisch sein, weil der Reifen einfach wahrscheinlich beim Rausfahren ein bisschen runterdroppen wird. Wird davon abhängen, ob der Fahrer viel Druck ins System bekommt oder eben nicht. Also die gute Nachricht zuerst. Ich bin heute 54 Mitte gefahren, was ja gar nicht mal so blöd ist, also gar nicht so langsam ist, und muss sagen, ich habe das sehr, sehr genossen. Ich bin leider Gottes noch gar nicht mit dem SCX gefahren bis dato und war komplett verblüfft, wie viel mehr Grip der SCX gegenüber zum Beispiel dem SC0 bietet. Ja? Und das war für mich, und das ist für euch vielleicht auch interessant, ein ziemlicher Augenöffner. Also ich bin, die ersten Trainings bin ich gefahren in der Früh, da war es noch relativ kühl, mit dem SC0, Weltklasse funktioniert. Ich bin der Qualifying gefahren mit dem SC0 und wir sind gefahren roundabout 55er Zeiten mit leider viel Verkehr, aber die Zeiten waren schon ganz ansprechend am Pannoniering. Und dann haben wir gedacht, naja, Roland, der Winter kommt, wir haben heute den 1. Oktober, wir könnten ja einmal kurz fahren mit dem SCX, damit wir einfach mal ein Bild haben darüber, wie das funktioniert. Und wie ich mir den Reifen dann reingesteckt habe und dann das Training nochmal bestritten habe damit, ich war komplett von den Socken, weil das Gefühl war sehr, sehr ähnlich wie damals, wie ich in der World Superbike war. Da war es nämlich so, dass man Standardfahrer, also ein Hobby-Standardfahrer hat bekommen, SC1, SC2 und SC0 vielleicht noch. Ja? Und mehr gab es einfach nicht. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann einmal testen war, war einfach SC0 noch immer so hart, mehr oder weniger, im Verhältnis zu den WM-Mischungen und mit so viel weniger Grip, dass es einfach irre war. Ja? Das hat sich natürlich in der heutigen Zeit massiv geändert. Pirelli hat da natürlich die letzten Jahre massiv entwickelt. Was du jetzt bekommst an Standardmaterial, SC3, SC2, SC1, SC0, unfassbar, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Aber wir wollen ja heute vom X reden. Und der X, wie gesagt, war für mich noch einmal so richtig ein Performance-Reifen. Wollt ihr das auch probieren? Ja? Müsst ihr ein bisschen aufpassen, glaube ich, von der Temperatur. Wir hatten heute, ich habe es vorher schon mal erwähnt, wir haben den 1. Oktober, die Temperaturen waren in der Früh unter 10 Grad und wir hatten dann zum Mittag roundabout 17, 18 Grad mit ein bisschen Wind. Das heißt, das ist eigentlich nicht das Komfortfenster vom SCX, aber ich habe ihn relativ hart fahren können. Das heißt, er war relativ gut auf Temperatur und hat dementsprechend gut funktioniert. Ich glaube halt, im Hobbysegment wird der Reifen, wenn man auf Zeit fahren will und schon kann, ja, diese Drücke im Motorrad schon verarbeiten kann und auch die Linien fahren kann, dann wird der Reifen euch massivst nach vorne bringen, weil der Reifen einfach so viel mehr Grip hat, wie alles andere, was du kaufen kannst am Markt. Und das ist halt schon, das ist schon extrem geil von Pirelli, dass du wirklich einen massivsten WM-Reifen morgen beim Dealer kaufen kannst. Das ist halt richtig, richtig leibend. Aufpassen beim Hobbysport, dass der Reifen nicht runter droppt vom Temperaturfenster. Ich kann mir gut vorstellen, unter 20 Grad, unter 25 Grad im Hobbybereich könnte es passieren, dass der Reifen nicht zum Arbeiten anfängt, weil er einfach zu wenig Gas gibt. Und da kann es passieren, dass der Reifen dann einfach aufreißt und nach ein paar Runden, 5-6 Runden, einfach nicht mehr zum Brauchen ist. Ja. In meinem Fall ist es so, dass der Reifen 20 Runden locker hält. Und dann ist natürlich, wenn du jetzt fast 54er Zeiten, der Reifen sowieso kaputt, weil der Reifen einfach so eine Belastung hat, dass der Gummi weg ist. Aber dem muss man sich bewusst sein. Willst du Performance haben, bleibt Gummi am Asphalt. So, meine Lieben, habt ihr schon Erfahrung mit dem Pirelli SCX?
Wenn ja, schreibt mir Kommentare dazu. Ich finde den Reifen unglaublich fantastisch, muss gleich für nächstes Jahr wieder nachordern und nachbestellen, weil einfach der Fun-Faktor unfassbar ist. Lasst mich wissen in die Kommentare, würde mich interessieren. Mein Name ist Roland Resch, macht es gut, ciao, ciao.